Wir erklären euch jetzt einen unserer Trades und wir haben uns für Activision Blizzard entschieden. Activision Blizzard ist ein Computer- und Videospielkonzern mit dem Sitz in Kalifornien, das ist in den USA. Und der Konzern entwickelt und veröffentlicht interaktive Softwareprodukte und Unterhaltungsinhalte. Und wir wollen uns nun die verschiedenen Aspekte der Aktie mal schrittweise anschauen und untersuchen, ob wir einen langfristigen Trade positionieren möchten. Hinter mir seht ihr den langfristigen Trend von Activision Blizzard und daneben haben wir die verschiedenen Kennzahlen. Ich habe euch mal 28 Jahre ausgewertet von hier 1993 an bis heute. Und insgesamt gab es eine Rendite von durchschnittlich 17% pro Jahr. Und immer dann, wenn wir Rückläufe sehen, und dazu ist hier die rote Skala unten gedacht, dann können wir in den langfristigen Trend einsteigen. Wir haben gerade aktuell einen Rücklauf von etwa 30%. Da gehen wir mal in die fundamentalen Kennzahlen. Die haben wir uns genau angeschaut, hier mal zusammengefasst von einem Screener, der schon auf den ersten Blick zeigt, dass es ein Qualitätsunternehmen ist. Die Wachstums-, die Stabilitäts- und auch die Profitabilitätskennzahlen sind alle positiv. Der jetzige Rücksetzer, also die Korrektur, die ich gerade angesprochen habe, die hat den Trend zur Unterseite angetippt. Wir nennen das einen Trendtest. Wenn es jetzt hier zu einem Ausbruch kommt, dann sehen wir eine Bestätigung, dass im Prinzip der Rücksetzer von Trendfolgern genutzt wird. Und die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung gerade unter Berücksichtigung dieser fundamentalen Kennzahlen wahrscheinlich wird. Wir sind also unterhalb des 200-Tage-Durchschnittes und haben damit ein schönes Potenzial auch hin zur Oberseite. Und wir wollen jetzt diesen 30% Rücksetzer nutzen. Und selbst wenn dieser Trend hier mal temporär unterboten werden würde, wäre das für uns erstmal kein langfristiges Problem. So, ja, wir haben uns jetzt dafür entschieden, den Trade umzusetzen. Wir haben uns für ein Derivat auf Activision Blizzard entschieden. Der Schein steht aktuell bei 93 Cent. Wir haben eine sehr lange Laufzeit ausgewählt, um dem Trade möglichst viel Luft zu lassen. Und diesen Trade wollen wir jetzt kaufen. Und wir wollen als Risikobudget etwa 2,5% haben. Hier seht ihr, kann ich noch das Mindestvolumen eingeben. Das sind ungefähr 500 Euro, ab wann es eben Sinn macht, diesen Trade mitzugehen. Und Buy Until wäre, wie lange kann man den Trade hier mit verfolgen? Wir würden sagen, bis ungefähr 1,05 Euro. Und hier kann ich dann noch den entsprechenden Stop Loss und das Take Profit eingeben. Wir wollen einen Totalverlust hier ausschließen, aber dem Trade auch genügend Raum geben, weshalb ich hier einen sehr, sehr engen Stop-Loss einfüge. Wir limitieren unser Risiko über das eingesetzte Kapital und Take-Profit. Ja, wir werden halt sehen, wie weit das Ganze laufen wird. Wir denken, dass dann, wenn der Trade gut anläuft, das Ganze hier weit in den Gewinn laufen kann. Ich kann hier einfach mal 10 Euro eintragen. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Ich will den Trade heute umsetzen. Offenes Ende, weil ich euch hier angeboten habe, eben noch später in den Trade einsteigen zu können. Und dann kann ich hier noch die passende Börse aussuchen. Und ich habe jetzt hier einen weiteren Text unten vorbereitet. Den hole ich gerade mal her. Da habe ich 700 Zeichen. Und Activision Blizzard, ich habe es euch beschrieben, was das ist, wird hier nochmal kurz angerissen. Das Handelsprodukt war von Morgan Stanley ein langlaufender Call-Optionsschein. Und den werden wir jetzt ins Rennen schicken. So, und das war es auch schon. Ne? Jetzt haben wir den Trade eingepflegt.